Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück bei Planet Zoo. So, wir schauen mal. Forschung abgeschlossen. Juhu. Gut, sehr schön. So viel Forschung haben wir ja auch gar nicht mehr, ne? Veterinär. Ja, da haben wir noch einiges zu tun hier mit den Krankheiten. Ich würde den zweiten Tierarzt auch mal hier auf eine Krankheit packen. Achso, kein erreichbares Forschungscenter. Warzenschwein ist bald erwachsen. Genau, um unsere Warzenschweine müssen wir uns doch kümmern. Da brauchen wir noch ein neues. Da schauen wir jetzt gleich mal eben nach, bevor wir hier mit unserem Faunstall weitermachen. Dort bin ich, was den Futterplatz angeht, noch nicht weitergekommen. Ich habe da noch keine wirkliche Lösung für gefunden. Ich denke, wir werden einfach den Futterplatz hier draußen aufbauen und gar nicht drinnen im Stall. Ich denke, dann sollte das Ganze am Ende dann auch passend sein. Ne? Okay, was wollte ich denn? Das glänzt hier so. Regnet das? Ich finde, das sieht total toll aus. So, Warzenschweine, genau. Tierhandel, da war es richtig. Und dann brauchen wir ein Warzenschweinchen. Mal weiter nach unten scrollen. Da. Nichts. Ich verstehe das nicht. Warum ist dieser blöde Markt leer? Ich verstehe einfach nicht, warum wir keine Chance auf ein Warzenschwein haben. Gibt es halt im Moment wahrscheinlich einfach keine. Ja, sonst wir haben... Oh, ich mag die so. Die kleinen Pandas sind so süß. Heißen die nicht eigentlich roter Panda? Hm? Kann auch sein, dass ich dies verwechsel. Polarwolf, Antilopen und so. Also alles da, ne? Also, ja gut, so mega viel Auswahl ist es nicht. Aber es sind schon ein paar Tiere verfügbar. Aber eben keine Warzenschweine. Ich fürchte, da werden wir tatsächlich... Kann ich das dann nicht rausnehmen? Hä? Ich denke, da werden wir tatsächlich suchen müssen. Habe ich noch irgendwelche Filter drinne? Nö. Nichts. Gut. Kann das auch sein, dass ich, weil ich auf Pause habe? Dass es deswegen nichts finden kann. Wir lassen mal einen Augenblick laufen. Das kann natürlich sein, dass deswegen so überhaupt nichts Neues in den Markt kommt. Ja. Weil wir hier ja auf Pause haben. Dann lassen wir doch mal einen Augenblick laufen. Wir können mal eben nach unseren Tieren gucken. Hallo, alles gut soweit? Ja, das ist ein Schweineleben hier, ne? Hallo. Ja, ich finde dich toll. Und ich finde dich schön, egal was andere Leute sagen. Ach, ich finde die toll. Gut, ja, wir haben hier natürlich eben das Problem, dass wir, ja, dass wir hier unsere Mädel ist schon sehr alt. Ja, und das sind alles Geschwistertiere. Das ist dann natürlich schon ein bisschen, ja... Bisschen doof, aber das kriegen wir schon hin. So, hier können wir mal die Futterqualität hochmachen, damit es den Tieren noch ein wenig besser geht. Barrierestatus ist in Ordnung. Alles andere, denke ich, ist auch in Ordnung. Tieren geht's gut. Außer hier, der Futterspender, der ist, glaube ich, leer. Aber sonst geht es denen wirklich gut hier. Wohlbefinden 98%. Gehege 96 stabiler Rückzug. Okay, da haben wir tatsächlich ja die ganze Zeit schon ein bisschen Probleme gehabt, ne, mit dem Rückzug, dass das eigentlich zu klein war. Ich würde, solange das jetzt im grünen Bereich ist, erstmal nichts ändern wollen, ne? Wir lassen das jetzt so. Wir kommen sowieso bald in ein anderes Gehege, sobald wir für die eben auch eins gebaut haben. So, bei den Faunen ist soweit auch alles in Ordnung. Ich glaube, da haben wir auch... Oh, da haben wir ja auch kein
kein Männchen mehr, nur noch den hier. Ja, und das sind unsere Älteren hier. Die habe ich jetzt mal die Pille gegeben. Und das hier sind dann die Nachkommen. Das heißt, da wollten wir auch ein neues Tier haben. Oh, schaut mal! Schaut mal, wir haben ein Warzenschwein. Was wollte ich denn haben? Wollte ich einen Jungen? Wollte ich ein Mädel? Ich weiß es doch nicht mehr. Panik. Hier habe ich einen Jungen. Den müsste ich verkaufen. Aber wenn ich den hier verkaufe, dann kann ich ihn holen. Das machen wir. So, du gehst aber erst in Quarantäne. Bevor da irgendwas passiert. So. Und dann hier unser Musa, den, den verkaufen wir ins Handelszentrum verlegen oder lassen ihn frei, je nachdem. So, Mädels, dann dürft ihr wieder. Ich nehme euch mal die Pille weg. Du hast ja keine Pille gekriegt, also bist aber auch schon 17 Jahre alt. Ich glaube, da dürfen wir dann auch mal aufhören. Da liegt ein Schwein. Ein Schwein im Karton. Ja, sonst ist gut, ja. Also. Ja, ein Schwein im Karton. Super. Okay. Gut, dann bin ich jetzt ja echt froh, ne, dass das so gut geklappt hat jetzt. Dass wir da tatsächlich einen Jungen bekommen haben. Weil da können wir jetzt eine ganze Weile, ich glaube, ich hatte das auch schon gemacht, dass ich den, nee, die Art, so, genau, dass ich den, da, Stern habe ich den in den Namen gemacht gehabt, genau. Quarantäne, das ist jetzt hier unser, ist ja bei dem Männchen hier sowieso eigentlich klar, bei den Kleinöberchen. Und er ist im Tierhandel. So, da haben wir die Aufbewahrung und den können wir dann freilassen. Ja, für 13 Dingsen. Da wir genug Geld haben, würde ich jetzt dann tatsächlich die Option freilassen nehmen, weil wir dann eben die Arterhaltungspunkte bekommen, die wir brauchen. So, Warzenschwein brauchen wir jetzt keinen mehr. Wir brauchen jetzt einen blauen V. Und zwar einen Jungen, keine Mädels. Mädels haben wir genug. Haben wir zwei Stück. Sind auch schon, ne, ein bisschen älter. Ja. Gut, okay. Behalten wir einfach auch im Auge, ne? Quarantäne überstanden, kann umziehen. Ja, das finde ich ja super. Verlege ausgewählte Tiere zurück ins ursprüngliche Gehege. Das geht doch gar nicht. So, da kommst du hin. Kein Forschungszentrum, ja, damit müssen wir jetzt dann leider erstmal leben. Hier könnte man mal einen Techniker herrufen. Die können mal ein bisschen was tun hier. Da ist noch alles soweit in Ordnung. Okay. Ja, ich denke. Was war da nicht in Ordnung? Zwei unzufriedene Kunden. Warum? Mitarbeiter. Na gut, da können wir uns später mal drum kümmern. Um die Geschäfte und sowas. Jetzt wollen wir noch mal eben kurz die Vivarien durchgucken. Also hier sind dann anscheinend zu viele drin, oder? Gruppe ist zu groß, genau. Da können wir dann ein paar Tiere rausnehmen. Nein, das ist falsch. Warte mal, da... Das Vivarien. Ja, so müssen wir das machen. Australische Großschabe. Wo sind denn hier meine Zucht? Hier, Tyson ist aufgenommen.
mache ich mal eben auch einen Stern mit ran, ne? Behalten wir auf jeden Fall. Hier haben wir noch welche, die die Pille haben. Die können wir eigentlich rausnehmen dann erstmal. So, und dann haben wir noch vier Stück. Wow, das sind aber viele Männchen. Warum sind denn das hier so viele Männchen? Jetzt muss ich dann doch gleich nochmal eben gucken. Ich verlege die mal, damit es denen jetzt erstmal besser geht. Und dann schaue ich mir mal kurz den Stammbaum an. Ich möchte eigentlich wissen, wer die Eltern sind. Tyson ist ein älteres Tier. Kann man das hier nicht einsehen? Ach, ist aufgenommen. Okay, das kann ich dann wahrscheinlich gar nicht einsehen. Das ist in Ordnung. Ich würde das gerne mal gucken, ob ich das hier einsehen kann. Alter, Herkunft. Das war Tyson, ne? Genau. Dem würde ich dann den Stern wieder rausnehmen, weil der ist schon ziemlich alt jetzt. Mal im Stein gucken, wen habe ich da denn noch drinne? Also, der ist hier geboren. Aha. Nachwuchs. Ah, wie. Oh, okay. Da befassen wir uns ein anderes Mal mit. Ich wollte eigentlich jetzt nur wissen, gibt es hier irgendwas wegen ne, Inzucht und so weiter? Aber scheint es hier nicht zu geben. Wir können das hier anscheinend nicht einsehen. Das scheint also bei den Vivarientieren jetzt nicht so. Also nicht so schlimm zu sein. Okay, trotzdem würde ich, doch ich würde da gerne hier nochmal eben gucken, hier Partner vergleichen. Wen haben wir denn hier? Ich bräuchte ja ein Weibchen, aber ich habe so gar nichts, ne? Langlebigkeit. Das ist doch auch ein Männchen. Ach, das ist ein Weibchen. Tyson ist sehr alt ja schon, ne? Waldo. Lebenserwartung. Aha. Fruchtbarkeitsgenpotenzial, Langlebigkeitspotenzial. Aktuelle Bedingungen, perfekte Bedingungen. Chance erfolgreicher Empfängnis. Okay. Ja, machen wir das doch einfach mal. Lassen wir das doch erstmal so. Und schauen mal, was passiert. Ja. Da haben wir Zucht, Sozialverhalten, aktuelle Partner kein. Ach, weiß ich, verstehe ich immer nicht so ganz hier, wie das mit den funktioniert, mit den Züchtungen. Da muss ich mich noch mit befassen. Das habe ich noch nicht, also noch überhaupt nicht gemacht gehabt. So, hier haben wir jetzt auch einiges an Schnecken. Die müssen wir auch auf jeden Fall rausnehmen, einige. Da. Okay. Mal erstmal alle, die Pille kriegen, nehmen wir mal raus. Und dann nehmen wir die auch raus. Und du auch. Und da mache ich gleich noch einen Stern rein. Die können wir auch freilassen, würde ich sagen. Was kriegen wir da? 32 ist gut. Hier, dann nehmen wir das Z noch raus. Und machen da den Stern rein. Dann ist das nämlich alles am Ende gleich. Und wir wissen, was wir hier tun.
Auch wenn das bei den Vivarientieren anscheinend gar nicht so schlimm ist, wenn man da ein wenig Inzucht drin hat. So, dann noch hier die Frösche. Da nehmen wir auch erstmal die raus, die die Pille kriegen. Aber da haben wir auch nur einen noch, der die Pille nicht hat. So, da schauen wir jetzt mal, dass wir da noch einen neuen Partner bekommen. Aber ich glaube, Moment mal, da muss ich Vivarienhandel. Genau, die müssen wir ja auch noch freilassen eben, ne? So, Forschung abgeschlossen. Viel Müll vorhanden. Keine Mülleimer? Keine Mülleimer. Kümmern wir uns gleich drum. Gut. So, ein Tierarzt ist wieder verfügbar. Haben wir noch irgendwo? Da haben wir noch Krankheiten, die können wir noch erforschen. Hier stellen wir dann jetzt noch ein paar Mülleimer auf. Da haben wir auch so gar nichts stehen, ne, an Zeug. Nehmen wir erstmal die da. Mülleimer. Noch ein Mülleimer. Hier stellen wir auch einen hin. Oh, das ist ja kaputt da. Ersetzen, ja. Gut. Okay, ich glaube, das sollte dann das Müllproblem lösen, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, haben wir genug Zoopfleger? Hohe Arbeitslast, passende Arbeitslast. Vielleicht können wir den einfach ein bisschen ausbilden. Bessere ausgebildete Arbeiter leisten bessere Arbeit. Ja, das finde ich immer gut. Das können wir den Technikern hier auch mal machen. Und den einen Tierarzt will ich noch weiter ausbilden. Nur nicht zu viel, weil die werden ganz schön teuer mit der Zeit. Forschung abgeschlossen. Alles klar. Gut. Dann wollten wir jetzt noch nach den Fröschen gucken. Die Gruppe ist zu klein. Ja, die soll jetzt ja wieder etwas größer werden. Wir gucken mal, was wir bekommen. Schrecklicher Frosch. So. Zwei Weibchen wäre ja nicht schlecht, ne? Die zwei. Also die auf jeden Fall. Nehmen wir auf jeden Fall die auch noch hier. Gut. Ich beide zusammennehmen. Und dann da einsetzen. Kann ich ihm die Dings wieder rausnehmen. Und die andere lassen wir aber. Und schon ist auch soweit wieder alles in Ordnung. Was ist los? Kein erreichbarer Mitarbeiterraum mit genug Platz. Okay. Das heißt, die Leute können sich nicht mehr ausruhen. Da muss ich jetzt auf jeden Fall gleich etwas unternehmen. Okay. Habe ich nur einen kleinen Mitarbeiterraum? Wo ist denn der Mitarbeiterraum überhaupt? Da, ja, ist nur ein kleiner. Aber 2 von 4. Hä? Das passt noch, der ist noch gar nicht wirklich ausgelastet. So, ja, jetzt haben wir den ganzen Part über rumgedaddelt und nach unseren Tieren geguckt, ob alles soweit in Ordnung ist. Hier ist auch noch was kaputt. Also irgendwie Gegenstand wurde beschädigt und funktioniert nicht. Ja, das sehe ich. Da ist es ersetzen.
Okay. Aber warum wurde das beschädigt? Ist das Vandalismus oder warum ist das so? Ich würde hier vielleicht mal eine Kamera aufstellen. Vielleicht entschärft das das Ganze etwas. Gucken hier. Genau. Hier ist es sowieso eigentlich ganz gut, ne? Bei dem Geldautomaten. So. Was ist schon? Das hier war ja auch kaputt, obwohl ich ja die Kamera hier habe, ne? Hier, das sollte ja eigentlich hinhauen. Und da hätte das auch reingepasst. Vielleicht ist das auch einfach kaputt. Ja. Hier, da ist auch noch was kaputt. Okay, wir gucken mal eben kurz in unsere Zoostatistik. Verbrechen. Statusname. Zerstörte Objekte letztes Jahr 3. Ja. Wie sieht das denn mit unserem Sicherheitspersonal aus? Niedrige Arbeitsbelastung. Okay. Gut. Dann ist das erstmal okay für mich. So, ich würde dann jetzt erstmal, ich finde, das sieht immer noch toll aus, ne? Ach, das sieht so toll aus hier. Ich würde jetzt erstmal den Part beenden. In diesem Part haben wir nun ja nicht so mega viel gemacht. Im nächsten gehen wir dann wieder an das Pfauengehege und gucken, dass wir das fertig bekommen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.